Hi. Hi. Herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Knaller durchgenommen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, es ist die vierte Folge. Wir rushen da durch. Es tut uns leid, wenn es für euch ein bisschen zu rasant ist und ihr nicht mehr mitkommt. Zu gut. Gerade in der letzten Folge haben wir den Spinnengott gelegt. Haben wir ihn nicht? Es ging so schnell, es ging so vorbei. Putz, war der Tod. Irgendeine Spinnerei war da und schon kam irgendwie Level geschafft. Ja. Ne? Also, allerbeste Mensch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Folgen Demon's Souls durchspielen, aber bis es soweit ist, kommt noch mal mit hier in den Nexus. Das ist Wilbald. Falls ihr zum ersten Mal einschaltet. Hallo Wilbald. Hallo. Ciao. Er hat, wie man sieht, ein neues Schild und eine neue Axt. Das sind gleich zwei neue Dinge. Mehr braucht man nicht. Nee. Der Mann von Welt braucht nur eine Axt. So, was ich mitbekommen hatte, ist Colin Gebel, der war in der letzten Folge da. Ja. Er ist ein alter Souls-Veteran. Er hat uns angelogen. Oh nein! 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 Und fälschlicher, weil er hat, wusste es nicht besser. Genau. Man muss auch die Sachen, die man im Inventar hat, irgendwie managen, weil es ist wohl bei neuen Souls-Teilen so, dass man die Dinge, die man im Inventar hat, aber nicht ausgerüstet hat, zählen nicht zur Gewichtslast, sozusagen. Und hier gibt es wohl zwei. Das eine ist sozusagen der Jutebeutel um die Schulter, wo die Sachen drin sind. Und das andere ist die Ausrüstung, die man trägt. Das ist einfach ein bisschen anstrengender jetzt geworden dadurch, weil man natürlich dann schon immer wieder hin und her laufen muss. Ja. Ich finde es gut, dass man das in den späteren Teilen rausgenommen hat. Weil der Unterschied ist marginal, finde ich jetzt. Also das Spiel jetzt nicht schwerer. Es dauert einfach nur alles ein bisschen länger. Ja. Guck mal, dann würde ich doch sagen, legen wir jetzt hier mal ein paar Sachen weg. Einfach, was ist hier mit der Christklinge? Ja, die haben wir uns nicht ausgesucht. Nee, aber die Magier, der Magierstab, das ist das wirklich Wichtige, was wir behalten müssen. Ja. Und die Brecherstreitaxt haben wir schon ausgerüstet. Ja. Also würde ich behalten, ja. Silberfokus behalten wir und Eisenschlag, den kannst du auch weg. Genau, Rapier weg. Und der, den wir hatten. Ja. Er hat uns treue Dienste geleistet, aber seien wir doch mal ehrlich, wir brauchen ihn nicht mehr. Er ist ein guter Kumpel gewesen. Und wir haben ja auch ein paar Ringe. Müssen wir gleich noch mal gucken. Dankeschön. Ich glaube, das war's. Nein, wir lassen uns das Herz des Gold nicht nehmen. Ich wollte mal checken, ob wir Ringe... Da hinten sind sie. Was haben wir denn? Ring des Duftes, Ring der Adhäsion. Was haben wir denn da? Stellt Mana-Punkte, das ist gut für uns. Ausrüstungslast, das haben wir, glaube ich, gerade nicht so nötig. Nee. Vermindert den TP-Verlust in Seelen gestanden. Moment. Treffer, TP-Trefferpunkte? Ich muss gerade, was heißt TP? Ja, das sind Trefferpunkte, nehme ich an. Ja, aber also Health-Punkte. In Seelengestalt? Ja. Was genau heißt das? Entschuldigung, aber ich musste mal. Ja, Seelengestalt ist. Vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Ja, also wenn du quasi lebendig bist, hast du einen längeren Health-Balken. Und wenn man dann einmal stirbt, ist man in Seelengestalt. Und ich glaube, wir sind jetzt in Seelengestalt. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, wir sind in Seelengestalt. Okay. Das heißt, wir haben einen geringeren Dings. Aber der Verlust dieses Balkens ist dann offensichtlich. Nicht mehr so, ja. Habe ich es gerade jetzt mal interpretiert. Oder sind wir jetzt sogar in menschlicher Gestalt? Das kann auch sein, dass wir Menschen sind. Egal. Wir haben gerade eben den Ort gesucht, wo wir gleich hingehen müssen. Ja. Wir wissen es gar nicht. Oder doch vielleicht hier rechts. Eine dieser Säulen war Säulen. Das. Nee, warte mal. Die links haben wir erledigt. Den ersten Level und die zweite mit der Spinne haben wir erledigt. Ach so, okay. Und dann vielleicht hoch oder eben parallel. Da, ne? Welche ist die nächste? Oder, guck mal, weil das Ding ist... Wir könnten auch zurück in die alten Level, ne? Das und dann du. Da weiterlaufen, sozusagen, ne? Ja, oder ist das Level durch? Oder geht's fließend weiter? Ich hatte das Gefühl, dass immer noch was in beiden Arealen weil für nach uns dem, zu entdecken genau, weil ist. Nach dem Boss ging's ja noch weiter. Sollen wir da nochmal zurück hier, oder? Ich persönlich würde gern weiter. Und sobald wir merken, wir sind... Also, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Sobald wir in einem Level an eine Grenze stoßen und merken, oh, jetzt sind die Gegner zu stark, dann würde ich nochmal zurück in die leichteren und da nochmal ein bisschen looten und leveln. Aber es kann natürlich auch eine falsche Strategie sein. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich weiß. Aber ich will lieber neuen Shit. Ich will immer neuen Shit. Nee, aber ich meine nur, es gab. Also, ja, egal. Also ich. Wenn du das machst, ist es doch dein Leben, wenn du das machen willst. Mach doch, du kannst doch entscheiden. Ja, aber. Aber weißt du denn, was das nächste wäre? Ist das hier unten? Wenn dir das richtig was bedeutet, dann mach das. Nein, der Häuptling, ja. Ja, wäre das das nächste? Keine Ahnung, der ist unten. Also gehe ich davon aus, er ist nicht so schwer. Dieses feuchte Tal ist die Ruhestätte der Vergessenen. Seine von Gift und Pest verseuchten Bewohner greifen alle Passierenden an, in der Hoffnung, ihre Seelen der Frau zu opfern, die ihnen Mitleid zeigte. Das klingt ja schon fast ab ins Tal der Schändung. Tal der Schändung. Da will man drin. Da direkt bei Tui 3 Wochen gebucht. Ja. Wo gehst du hin? Ah, ich gehe ins Tal der Schändung. Kenne ich noch gar nicht. Ja, ist sehr exquisit, sehr exklusiv. Ja, eine erneute Wendung im Tal der Schändung. Wir sind auf Sendung. Nice. Rocket Beans auf Sendung, jetzt auch im Tal der Schändung.
Gefällt mir sehr gut. Endlich haben wir eine Verwendung für Andi Strauß. Plot-Twist. Okay. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das hier auch erst für Leute, die ein wesentlich höheres Level haben als wir. Ich weiß es nicht. Wir machen es jetzt. Und wenn das sieht aber echt hübsch aus. Das sieht für so ein altes Spiel wirklich hübsch aus. Oder? Ich finde es auch. Sehr detailliert und ja, so einige verliebt. Leute haben gesagt, es ist nicht gut gealtert. Ich sehe das anders. Ich finde, das ist gut gealtert. Okay, mein Freund. Von mir wird wohl erwartet, dass ich hier hinunterspringe. Echt? Meinst du, das ist so ein Glaubenssprung? Ja. Ah, nee, hier eine Seele. Königslotus. Oh, Königslotus. Nee, hier geht's hoch. Zum Glück siehst du, zum Glück bist du nicht gesprungen. Zum Glück bin ich nicht gesprungen. Ach so, warte mal. Nee, ich behalt mal die Axt. Hier muss doch gleich jemand kommen. Kann doch nicht sein, die sind schon 10 Meter gegangen. Oder es rollt jemand gleich irgendwas auf dich zu. Oder es stürzt was ein. Das kann natürlich gut sein. Wenn gegen das was einstürzt. Ja, wir werden es wahrscheinlich beim ersten Gegner merken, ob wir unterpowered sind vielleicht für den. Aber es könnte auch das Pendant, der Level an sich könnte auch das Pendant sein zu dem ersten Level, weil es ja auch auf der ersten Stufe im Tempel, im Nexus war. Also vielleicht ist es gar nicht so schwer. Mhm. Ja, vergiss nicht, dass die Axt nicht mehr so eine krasse Reichweite hat, glaube ich, wie der Piekser, den wir bisher hatten. Komische Animationsphasen. Der hat was ist das für ein Gefährt? So eine Maske, ja, so eine Vogelmaske. Der sah aber echt ganz seltsam aus, dieser Olm. Oh! Mm. Oh, oh, Sachen brechen, du hast völlig recht. Was war das? Sind das Riesenratten oder was, die herumliegen? Vorsicht! Vor der Sturzgefahr weiter vorne. Dankeschön für diese Nachricht. Okay, dann ist hier wohl, oder leuchtet da irgendwas Schönes? Nee, ne? Das ist da von unten. Ist so dunkel alles. Es ist Regen nur, genau. Ich gehe einfach mal weiter. Ich hoffe, es stürzt nicht ein. Hier kann mir nichts geschehen. Eine angesehene Helden. Heldenseele. Hat sich da hingelegt, die Rattenhunde gegessen und ist verendet. Wahrscheinlich Erkältung. Ja. Wegen dem Regen. Ja. Ja, das ist ja auch feucht. Was macht der denn? Was macht der Harlekin? Ich glaube, das sind ganz lächerliche Pupsgegner. Guck mal, der fällt gleich runter, wenn der so weitermacht. Aber. Okay, jetzt habe ich das. Oh, du kannst von hier auch. Sehr gut. Tschüss. Ist jetzt tot? Ja. Das würde ich auch hoffen. Könntest du jetzt hier rechts runter? Rechts? Hier? Also. Was? Nee, also da runter hüpfen, genau. Ja, oder. Weil du könntest. Na, hättest auch den anderen Weg rumnehmen können. Nee, sowas mache ich nicht. Ich gehe immer. Umwege? Nein. Ich gehe den direkt. Ich gehe um Wege herum. Nicht runterfallen. Noch weiter runter. Da ist das ein sogenanntes. Ist das du willst es lesen. Rampe. Geh doch hin. Ja, ich möchte lies es. Ein bisschen lesen. Setze gegen den nächsten Feind Schilde ein. Ach, brauche ich nicht. Das könnte aber tatsächlich eine wichtige Info sein. Aber ist das eine Rampe darunter? Ja, ne? Oder? Nee, das ist keine Rampe. Die ist viel zu steil. Nee, ich denke, da ist nichts. Nee. Stauen die damit den Fluss, damit sie hier das Bergwerk haben oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Aus irgendeinem Grund haben die es da schon aufgebaut. Na gut. Ich weiß es, ich will es auch nicht die ganze Zeit anfangen, aber ich mag das wirklich total, diese Details gerade hier, wie das so verwinkelt ist. Und ist echt gut gemacht. Ah, jetzt hat er den anderen anvisiert. Warum? Schnell umvisieren oder willst du dabei bleiben? Oh, zwei ist schon nicht mehr so gut. Umvisieren. Problem. Oh, das war das für ein Panthersprung. Ich glaube, du kannst bei denen auch. Oh, das war sehr schön. Einen zweiten kannst du sogar noch nachschlagen, glaube ich. Zwei gehen. Tschüss. Fall mal runter da jetzt. Na gut. Gut. War anständig. Hier lang. Oh, man hat aber auch echt permanent eine gewisse Angst, dass hier alles runterfällt. Ich weiß nicht, ob das ein sicherer Arbeitsplatz ist. Ich kann schon verstehen, warum diese Typen da mit den Nasen ein bisschen pisst sind. Ist das verwirrend? Ein verwirrendes Schauspiel. Ist der auch böse? Nee, der ist tot. Tot ist besser. Eieiei, ey. Genau. Da rollen wir uns doch einfach durch. Ah ja, guck mal da. So ein Der will hoch. Den kannst du wegspratzeln. Oh, come on.
Guck mal, auf dem Weg zur Arbeit. Er hat so keinen Bock. Er hat wirklich keinen Bock. Arbeit, Arbeit. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit. Zum Hungerlohn. Schuft dich in diesem Bergwerk. Meine Frau sagt schon, wenn ich nicht bald befördert werde. Ja, der Lohn ist Hunger. Also ja, ich glaube, so, müssen, was sollen wir essen? Ja, esst euch da einfach gegenseitig. Ihr seid eh zu viele. Ja, eure Nasen sind sehr nahrhaft. So, da hinten, was ist das? Noch mehr Homies. Dann hauen wir die doch mal. Vorsicht! Nicht, dass du... Nee, nee, er steht mit einem Bein noch im Spiel. Ja. Gut, gut. Was hier wohl passiert ist, ne, sieht aus schon wie eine Belagerung, wie eine länger anhaltende Belagerung, aber irgendwie ohne Ziel und Verstand. Alles einfach aufgebaut. Weißt du, wie das aussieht? Wie, als wenn so eine wahnsinnige KI so ein verbuggtes Protokoll für Bergbau hatte und ja, einfach ohne Rücksicht auf Verluste ausgeführt hat. Ja. Und einfach seit 1000 Jahren hier weiterbaut. Es gibt da irgendwie gibt's auch so ein Anime oder sowas, wo die Geschichte so ist. Ey, ich hab doch hier geswaffelt. Komm mal her. Müssen wir auch nicht jetzt unnötig kompliziert machen. Genau, und die baut seit 1000 Jahren an diesem Bergwerk, aber völlig verkrunkelt und ohne Verstand. Da möchte ich gerne hin. Da ist eine schöne Seele. Hier ist ein böse Schurke. Kombo. Gut, da unten leuchtet eine Seele und hier oben leuchtet eine Seele. Wie komme ich denn an diese Seele? Da ist ein Steg. Ich könnte da vielleicht rüberspringen, was ich nicht mache, weil ich nicht mal weiß, wie das geht. Aber vielleicht kann ich auch hier den Sockel wegbömsen. Also man kann ja nicht klettern. Also insofern kann musst du ja von oben wahrscheinlich dann so runterhüpfen später. Naja, ich meine... Da, zum Beispiel, genau. Siehst du von da oben, ne? Hüpfst du dann eins runter und fertig. Oh, ey, guck mal, da hängt das alles da. Siehst du, das ist... Ja. Wer hat das da hingebaut? Das macht mich völlig wahnsinnig. Die Betrachtung macht mich völlig wahnsinnig. Das hat so eine... So, Lovecraft könnte das gut beschreiben. Ey, Mann, du bist so geil. Weil genau dasselbe... Dachte ich auch, ich wollte nur warten, bis du aufgehört hast zu reden. Dann wollte ich sagen, ja, es erinnert mich an Lovecraft, wenn er was beschreibt, weil es sieht oft so, er beschreibt es eigentlich so, so einen wilden Mix aus Baumaterialien, Dinge, die er nicht ganz versteht, Strukturen, die er nicht nachvollziehen kann, warum die so sind. Ja. Und das tatsächlich muss ich da auch die ganze Zeit dran denken. Also ist einfach unnötig, was sie da gebaut haben. Es ist einfach unnötig kompliziert. Und es tut beim Betrachten weh. Es ist irgendwas ist falsch an diesem ganzen. Ey, Mann, fuck, Nils. Manchmal möchte ich etwas von mir tief in dich hineinschieben. Das können wir ja mal machen. Wir mal gucken, ob wir da Dinge haben, die passen. Mal gucken, vielleicht gefällt uns der beiden das. Ey, man muss alles mal ausprobieren im Leben. Ich lasse jetzt da oben diese eine geile Seele einfach mal. Ich wette, du kommst später eh vorbei. Durch irgendeinen Zufall. Die Leute im Chat sind teilweise jetzt schon so, oh, die benutzen immer noch ihren Seelenpfeil. Ey, aber ich finde, viele haben auch gesagt, benutzt ihn, ihr habt ihn euch ausgesucht, also ist das eure Waffe. Und klar, er ist ein bisschen, Alter, die sind einfach in ihren Tod gesprungen, bis auf den da. Was ist denn mit dir eigentlich hier los? Wo kam der her? Shit. Also es wird sicher die Zeit kommen, wo uns der Seelenfall nicht mehr so viel hilft wie jetzt. Oh, schlimme Situation. Nein. Schlimme, rechts neben dir. Ich sehe halt nichts. Scheiß auf die Vergiftung. Und der switcht, weißt du, was mich nervt ist? Der switcht den Fokus. Lass dich jetzt nicht abfacken. Nee, ich lass mich nicht abfacken. Brauchst du auch nicht reden, mach's einfach nur. Und dann hau ab. Jetzt könntest du mal ein bisschen Energie essen. Ich sehe halt einfach nichts. Machen einfach alle jetzt. Ja, du hast geblockt und ihn alle gemacht. So, bumst jetzt musst du dringend irgendwas machen. Ja, wie bekomme ich denn hier Kann ich nicht sagen, aber Energie, du brauchst jetzt Energie, schnell. Esse jetzt einen sogenannten Vollmondgras. Wie kann ich die Vergiftung denn loswerden? Gibt es dafür klicke dich mal durch, wir hatten was. Vollmondgras haben wir nur. Nur das? Ja, haben wir es sicher schon abgegeben jetzt, was wir eigentlich brauchen. Hört die Vergiftung vielleicht irgendwann auf? Ja, ich hoffe. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist. So, hier ist vielleicht eine schöne Seele. Seelenmondgras. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ich verkrieche mich hier ganz kurz in dieser Nische. Hier bin ich ja safe. Und ihr schaut ein bisschen Werbung. Wir schauen mit. Und dann sind wir gleich zurück. Okay, bis gleich.
knallhart durchgenommen. Demon's Souls, herzlich willkommen zurück. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit meiner Vergiftungssituation, Simon. Ich bin arg vergiftet. Ich muss mal hier noch vom Glas nachschmeißen. Es hört nicht auf. Ich weiß nicht, ob das von alleine aufhört. Ich könnte mir vorstellen, bei Dark Souls oder Demon's Souls, nein. Einfach, dass es knallhart so weitergeht. Vielleicht frisst es dir aber auch nur ein, zwei, drei Balken weg. Wenn es so bleibt, kannst du jedenfalls hier nicht viel mehr ausrichten. Dann müssen wir eigentlich zurück und neu anfangen. Ey, what? Dude. Kacke. Pass mal auf, du kämpfst, aber... Oh Mann, da sind zu viele, Alter. Du musst, brauchst Energie. Du brauchst jetzt Energie. Ah! This is Sparta! Alter, nein, noch tiefer! Ah, das, der eine hätten wir eben noch... Das hätten wir, glaube ich, noch kriegen können. Warum ist dieses denn geschehen? Ich bin außersehen... Ja, aber das ist ja normal. Ich wollte mich nach hinten wegrollen und bin außersehen über die Kante gerollt. Das ist aber jetzt ein scherzhaftes Unterfangen. Es waren zu viele. Da waren vier oder so. Ja, aber ich wollte... Da waren zwei vor mir und zwei hinter mir. Und ich wollte quasi so rollen, dass ich vier vor mir habe und niemand hinter mir. Und bin aber dann außen über die Kante gerollt. Dafür sind wir nicht mehr vergiftet. Glaubst aber, du, ich finde die Seelen wieder? Ja, natürlich. Aber guck mal. Wo liegen die dann oben wahrscheinlich? Ja, wir müssen darauf achten, weil wir sind da runtergefallen. Die werden wahrscheinlich dann irgendwo da oben liegen. Was ich sagen wollte, siehst du jetzt den Health-Balken? Ja. Der ist jetzt halt grundsätzlich reduziert. Weil jetzt sind wir nämlich in Seelengestalt. Aber durch diesen Ring, nehme ich an, haben wir mehr Health als eigentlich in Seelengestalt. Die können halt gar nichts, ne? Die haben auch wirklich so gar keinen Bock. Shit. Ja, ich muss mich trotzdem vorsichtig an die rantasten. Dass sie mich gerade getroffen hat, hat mich jetzt schon wieder genervt. Mhm. Genau. Da war die Seele rechts hast du schon geholt. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dann jetzt noch die andere zu finden. Die kannst du ja auch wegfisten jetzt mit deinem Seelenfall. Ah, okay. Genau. Oh, oh. Weil das Kämpfen hier, das Problem am Kämpfen, also... Scheiße, die sind zwar, glaube ich, nicht so schwer zu bekämpfen. Ach so. Aber das ist hier so eng, dass eine Animation teilweise dazu führen kann, wie bei mir eben, dass du aus dem Level rollst. Und ja. Sollen wir nicht lieber Sichelmondgras nur nehmen? Ja, ist das nicht ist geringer? Ich glaube, ja. Guck mal, da hinten ist diese Seele da. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, wie wir da hinkommen. Warte mal, da können wir einfach runterdroppen, oder? Na, aber die kommen mir sonst hinterher und dann habe ich nur Ärger. Nee, ich meine, die mal klar macht die erstmal platt, aber. Ach, wieder die falsche Waffe, ja. Axt nicht ausgerüstet, ja. Oh, die sind ja mega lame. Die machen ja nur einen Schlag, die oder? Die können halt gar nicht. Und selbst der zweite, du kannst zwei Schläge problemlos anbringen. Die haben auch überhaupt gar keine Reichweite irgendwie. Ja, die kannst du sogar mit drei Schlägen, guck mal. Einfach dreimal draufratzen. So, warte, nicht so schnell. Warte mal ganz kurz. Da hinten ist nämlich noch eine Seele gewesen. Wenn du dich nochmal umdrehst. Und jetzt rechts quasi. Da können wir mal checken. Da unter dir ist direkt eine. Und dann ist da links halt die, auf die wir eben schon gesehen hatten. Ich will nur wissen. Nee, da liegt niemand, ne? Okay, komm, scheiß drauf. Oh, hast du das gesehen? Der ist ja keinen Millimeter gesprungen. Ich dachte. Ja, Vorsicht, aber jetzt hau erstmal den Pimmelmann weg. Ich dachte, das geht easy. Ich dachte, so ist das gedacht, um ehrlich zu sein. Wie komme ich denn dann da hoch? Ja, das ist eine gut berechtigte Frage. Erst müssen wir erstmal die Dödel wegmachen. Die sind zu verlockend einfach. Man will dann vielleicht zu viel und dann kriegst du irgendwann eine gewischt. Da könnte ich da jetzt hoch, ne? Hier so. Ich will aber da hoch. Ah, okay. Geht nicht mehr. Ist hier gar nichts, oder? Hier hast du auch schon, hier ist die Leiter. Die Leiter, ja, da kannst du wieder hochgehen halt. Und Moment, rechts. Oh! Vorsicht, da könnte was lungen. Könnte es sein, dass hier endlich mal mir so eine Blutlache echt geholfen hat? Nee, da falle ich runter, oder, wenn ich da hingehe, siehst du? Ja. Es ist so viele Seelen, unten? Die man sieht, da unten ist noch eine. Also ich könnte da schon drauf hüpfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann irgendwie sterbe. Mach das lieber nicht. Ich würde gerne nochmal, also erstmal ist unsere Seele, kann nicht mehr so weit weg sein. Meinst du? Ist das diese Balken sind sehr nervig. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass er mir, wenn ich normal in Deckung gehe, Energie abzieht. Das sollte ja eigentlich nicht so sein. Na, das kommt darauf an, wenn der Verteidigungswert des Schildes geringer ist als der Angriffswert. Dann
wird die Differenz wahrscheinlich abgezogen. Ich probiere mal den Katy Perry Move. Ja. Nee, das ja, das meint, die haben halt keine Reichweite, du musst halt näher ran. Okay, komm, ich geh mal näher ran. Jetzt. Ey. Nein, vergiftet. Du musst auch, ja, das war dumm, aber ja, ich will wissen, wie ich die pariere, aber das hat jetzt nicht geklappt. Du musst mal gleich Sichelmund einschmeißen. Soll ich? Soll ich das jetzt alles vergeuden? Naja, ich meine, du bist halt vergiftet. Ja, ich könnte ja einfach. Ach so, Moment. Okay, wir müssen ja ganz schnell jetzt. Wir müssen jetzt ganz schnell die Seelen holen. Das ist eigentlich der Punkt. Okay, achte du mal auf den. Das war so dumm mit dem Schützen, mit dem Parieren eben. Achte du mal bitte auf den Energiebalken. Ja, ja. Oh, der hackt da so. Ich beeile mich jetzt ein bisschen, wenn ich es nicht schaffe, ey. Nicht darunter. So be it, ey, kein Stress, wir schaffen das. Das ist alles gut. Wir müssen nur unsere Seelen zurückholen. Und wir hatten ja auch gar nicht so viele Seelen mehr. Also ist jetzt nicht so schlimm. Aber das schaffen wir jetzt. Der kann nichts. Der hat nur einen langen Stock. Wie die Typen im Fitnessstudio ist der. Das ärgert mich maßlos, dass der mich getroffen hat. Aber ich kenne die Bewegungsmuster einfach noch nicht. Okay, das machen wir jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen, das machen wir jetzt einfach. Das ist die Stelle, wo ich da eben rechts in dem Erker war. Und warte mit dem Heilen, also verbrauch nicht zu viel Vollmondgras. Okay. Wenn du es zu früh nimmst, meine ich, dann ist der Überschuss verbraucht. Ja, ich habe das Halbmondgras nicht mehr. Ist doch. Durch. Nee, das habe ich, glaube ich, verbraucht schon. Machen wir nach unten? Gleich, natürlich nicht jetzt. Ja, ich habe das Vollmond Effer. Tatsächlich, das ist. Ja, ich. Das bringt auch recht wenig. Ich habe das gerade benutzt. Ja. Das gibt dir wirklich so einen kleinen Fingernagel. Ich glaube nicht, du musst ihn hauen. Oh, okay. Kannst aber durch diesen. Na, ja, ist egal. Gut. Du hast nur noch recht wenig. Also so langsam würde ich mal was einschmeißen. Ja. Na, das ist alles. Hier bist du, oder? Hier bist du runtergerollt. Mm, oder? Ja. Hier runter und dann bist da, du. Genau, von da bin ich runtergeplumpst und da war hier das bist du die, genau, da müssen, und da sind unsere Seelen. Ah! Alter. Vorsicht, dass du nicht zu dicht ran. Genau, so es reicht. Und jetzt versuch mal von da oben dieses Platz zu machen schon mit dem Seelenfall. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wollte eigentlich nur. Anvisieren erstmal. Ich wollte runter, schnell deine Seelen einsammeln und dann abhauen. Aber das ist viel besser, die von hier erledigen. Fumm. Aber für sowas ist der Seelenfall doch wirklich optimal. Ja. Also dafür ist der doch. Den wird doch keiner den nicht benutzen in so einer Situation. Ey, das ist auch völlig in Ordnung. So, jetzt, egal, es ist ja nur noch einer da oder zwei, da hinten ist nur einer. Das ist ja kein Problem. Machst erstmal den und da sind nämlich jetzt unsere Seelen. Irgendwo müssen die sein. Und hinter dir direkt? Ja, nice. Nice. Gut. Dann kann der halt gar nichts. Okay. Jetzt easy peasy. Hier, da bin ich ja runtergeplumpst. Die müssten ja eigentlich oben sein, weil sonst würde man sie ja nicht erreichen. Nee, lass erstmal da liegt was. Ist das unsere Seele? Oh, das ist hier links unten. Das wäre doch gemein. Nee, die sehen anders aus, oder? Soll ich da hinhüpfen? Nee, guck erstmal da. Guck dich erstmal da um jetzt. Vielleicht wurden die nach oben gelegt. Hier ist eine graue Wand. Da gehen wir jetzt noch nicht durch. Du, ich glaube, die sind entweder weg oder sie liegen wirklich da unten. Oh, das wäre ja krass. Ja, das kommt man da denn überhaupt hin? Kann natürlich passieren. So. Hm. Ich sehe halt natürlich nichts. Ich weiß nicht mal, die Seelen da unten, ne? die links unter dem also da Nachricht ist halt auch, lesen. Ja, da ist halt auch so ein schäbiger Knilch da unten rechts. Ne? Der ist ja auch auf der Ebene. Ich weiß nicht, ob man da noch runterkommt oder ob der auch runtergeplumpst ist und da jetzt. Das verloren. Ist vielleicht der Typ, der von eben runtergeplumpst ist und den ich runtergeschickt habe noch. Ah, nein! Was ist denn hier los? Plumpsmann! Plumpsmann! Da ist einer! Oh! Alter, wo kam der her? Wo kam der? Nicht Alter, gesehen! Das ist jetzt ja wie bei Piraten auf der Planke gerade. Das war echt so gedacht. Das ist so gedacht, dass die sich von hinten anschleichen, sobald man hier auf der Planke steht. Fuck! Jetzt ist die große Frage: Soll ich runterhüpfen oder nicht? Nein, ich würde da nicht runterhüpfen. Ich glaube, das überleben wir nicht. Ja, na gut. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Aber ganz ehrlich, wir hatten auch, glaube ich, nicht so viele. Nee, das ist sie auch nicht, oder? Ist es das? Doch, das ist unsere Seele. Das ist sie. Da gehen wir nochmal hoch. Ja. Das könnte wirklich sein, ja. Schau mal, ich verliere keine Energie mehr. Wir sind jetzt nicht mehr vergiftet. Offensichtlich, die Vergiftung ist ausgelaufen. Unser Körper hat sich geheilt. Müsste die jetzt nicht. Da. Da. Geil! Juhu! Siehst du, waren zwar nur 300 noch was oder so, aber ey, gut. Kleine Seele macht auch Vieh.
Okay, geil. Ja, sollen wir da mal durch diese Wand? Einfach mal gucken, was da ist? Oder? Okay. Soll ich den vorher noch ein Vollmondgras nehmen oder abwarten? Was meinst du? Ein Schlag kann schon. Ja, also schon du verlierst halt ein bisschen Überschuss, aber mach's halt. Ich fühle mich wohler dabei. Ja, dann mach's halt. So, mal gucken, was uns da erwartet. Das sieht aus wie so ein Wespennest da oben. Diese Dinger, das sind so. Krabbengelump. Ii. Was ist das? So komische Krebswesen. Ich erinnere Maden die irgendwie an. Ja, genau. An Zecken erinnern die mich. Ja, so Zeckengelöt. Bäh. Da ist ein Schnabelgelump. Wegen dem Höhenunterschied. Ja, we have the higher ground. Ja, hat offensichtlich nie Star Wars gesehen. Gut, Pech gehabt. Ich finde, wir sollten jetzt hier nicht einen auf Larry machen, wenn wir den Seelenfall nehmen können. Allein wegen der Vergiftung, ne? Vorsicht, da ist was hinter dir im Stroh. Die haben Alter, sogar zwei. Ja, die haben gebumst. Oder sich vor der Arbeit gedrückt. Jetzt wissen wir immerhin, warum da Stroh liegt. Damit die hier sich verstecken können. Die Hunde. Da ist eine Schöne. Das war eine gute Falle, oder? Eben gerade. Das war gehst dahin. Ja, Schweine. Die haben sich auch gedacht, sie haben gedacht, sie haben es raus, so, ey, wir drücken uns vor der Arbeit, wir legen uns hier einfach in Stroh rein. Die Arbeit kommt zu euch. Und naseln ein bisschen rum. Oh, geil, Blutbeutel. Oh, Vorsicht, den musst du. Oh, das ist ja so eine. Das sind diese Riesenzecken. Ja, das ist wirklich eine Zecke. Das ist einfach eine Zecke, Simon. Das ist einfach eine Riesenzecke. Es ist super widerlich. Ach, ich krieg richtig so ein richtiges. Gefühl. Widerliches. Wie ist der rum mit seinem dicken Tank hin? Das ist wirklich auch eine Zecke, ne? Stirb! Ih, du widerliches, monströses. Soll ich die dann am besten gar nicht, oder? Ja, ich würde sie allein, weil sie dumm und hässlich ist. Ja, aber dann muss ich von aus der Entfernung mich nicht vergiftet werde. Ja. Spratzi Matz, ey. Ich meine, für sowas ist doch Pfeil und Bogen oder Seelenfall total essentiell, oder? Eben. Sonst vergiftest du dich. Okay, ganz kurz, bevor ich hier weiter reingehe. Hier geht's auch noch weiter. Ja, soll ich da rein, oder? Also da war auf jeden Fall auch, da ging's ja auch noch runter, da ist... Shit, das sind mir zu viele Möglichkeiten gerade. Oh, da kommt erstmal so ein Hansmann hier. Ups. Der Nahkampfseelenfall ins Gesicht. What happened? Vergiftung. Oh nein, wir Vergiftung. Haben beide die Vergiftung vergessen, aber da kommst du hin. Ach. Da kommst du hin. Ja, stimmt, ey, fuck die Vergiftung. Bleiben wir da oben oder gehen wir runter? Ah, das ist voll schwierig. Naja, werden wir gleich sehen. Na gut. Wenn du jetzt einfach nur sicher spielst. Die sind dann doch manchmal schnell, wenn sie wollen. Du mieses Stück. So. Aber mit der Axt an sich kommen wir gut klar. Ja, die Axt ist ein netter okay. Kumpel. Neues Schild ist auch besser. Zau. Bup, 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 budup. Start spreading the news. Da ist der Seelenfall. Der hier, wie heißt er, der Homeboy. Die Seele da links, da will ich irgendwie hinkommen. Ja. Also auf den Weg, den ich gerade versucht habe, kannst du schon mal vergessen. Vielleicht kannst du dich rollen. Das kann, glaube ich, noch funktionieren. Dass du dich, das habe ich mal bei Dark Souls 3 oder so gesehen, dass du dich ja über so einen Abgrund rollen kannst. Aber was ist denn hier mit diesem Vorsprung da oben? Ich glaube, du kommst nirgendwo drauf auf den Vorsprung. Ah, ich will da jetzt raus. Ich glaube, Rollen funktioniert, aber vielleicht stirbst du auch dabei. Laufen geht auf jeden Fall nicht. Du musst ja nur so einen halben Meter überwinden. Das ist ja wirklich machbar. Da komme ich echt nicht hoch auf das Dach. Okay, also pass auf, da. Oder hier! Von da, ja. Da! So voll easy! Hier runter! Ne? Okay, aber da sind auch Doofköpfe, sind da eben lang gelaufen. Guck mal, kann ich hier irgendwo einen Doofkopf anvisieren? Von hier unten vielleicht? Könnte sein, dass er direkt unter dir ist. Mal gucken. Kann hier irgendwo einen anvisieren? Der ist doch hier lang gelaufen, der muss da irgendwo sein. Ja.
Ist egal, komm. Ich mach ihn mit der Axt platt. So, wo haben, was haben wir jetzt gesagt hier, ne? War das hier, ja, ne? Ja. Ja. Perfekt. Endlich. Und was ist es? Hoffentlich ein Gegengift. Ein Morgenstern. Könnte eine gute Waffe werden. Da bist du. Jawohl. Tschüss. Er fällt leider immer noch nicht. Ja, aber er ist, ich habe extra nicht nochmal geschlagen, weil ich Schiss hatte, dass die Animation mich über den Berg da schubst, aber zumindest bin ich der Vergiftung entgangen. Den kriegst du jetzt. Oh, der ist aber auch... Der klingt auch so scheiße. Komm mal her hier, Boy. Jetzt kann ich ihn ansehen zumindest. Ja, okay. Gut, also Bounce, dann geht's hier ja irgendwie so weiter, ne? Muss ich ja hier runter offensichtlich. Da hinten war hinten schon die graue Wand. Ne, hier ist mir die Leiter, die brauchen wir aber nicht hoch. Hier rechts ist der komische Geheimgang, den wir uns nicht getraut haben zu was nehmen. Was auch immer da ist, genau. Das weiß man nicht. Und dann sind wir hier weiter oder was? Hm? Oder sind wir wieder hoch? Doch, rechts darum. Über die Brücke. Ja. Hm? Genau, nimm den Seelenpfeil. Alles andere wäre wirklich... Warum? Wir können froh sein, dass hier niemand Fall und Bogen hat jetzt. Die würden uns ganz schön nerven. Ja. Alter, was? Ich sehe halt einfach nichts. Habe ich noch erwischt? Ja. Ja. Naja, der hat seinen Hominess verloren. Guck mal, Boy. Guck mal hier. Das sieht mir doch aus wie eine Rampe, die man umklackern kann. Mhm. Ja. Oder ist das ich nur glaub, der Brückenpfeiler? Ich glaube, du hast absolut recht. Um da hinzukommen, ja. Das könnte schon sein. Vielleicht ist der Hebel dafür weiter oben oder so. Ja, das kann sein. Aber das ist auf jeden Fall eine Rampe. Und entweder muss sich die Seele aber ganz schön lohnen, die dahinter steckt. Ja. Also man kommt ja auf jeden Fall darauf. Vielleicht kann man die... Wenn ich mich da runterfallen lasse von der Ebene darauf, aber und dann kann ich da vielleicht gegen, weil ich komme da ja gar nicht anders weg. Weißt du, was ich meine? Wenn ich, guck mal, wie er hier noch wackelt, wie Captain Ahab. Moby Dick. Genau, wenn ich mich da rauffallen lasse, ich komme da ja nicht mehr anders weg, außer, dass ich diese Rampe umschubse. You know what I mean? Probier's mal. Ich weiß, du willst da hochspringen, die Rampe umschubsen und dann darüber laufen. Das könnte klappen. Kann aber auch sein, dass du dann da oben festhängst. Ja, dann bin ich halt tot, aber es ist noch mein Verständnis. Doch, mach das mal. Ich schieß mal da einfach ins Blaue. Das Schießen nicht, oder? Das klappt nicht. Naja, ich meine... Ich denke, umrollen oder umhauen. Rollen, hauen oder Schalter. Aber es ist keine... Ich hab Schiss, dass wir da nicht mehr wegkommen. Du kannst auch zur Not, kannst du doch immer noch hier hoch wieder. Nee, also nicht hier hoch, aber du kannst da lang auf die Holzplatten. Ja? Ich denke... Das steht auch im Text. Ich probier's jetzt einfach. Komm, mach es. Riskier mal was. Komm, ey, scheiß doch drauf. Bedienen. Geil. Easy. Ach, kein Problem. Eigentlich kein großes Rätsel. Nee. Gottesfalles, geil. Mann. Und der Witz. Oh, was hat sich hier schon wieder hinter mir breit gemacht? Was ist gerade passiert? Irgendwas ist runtergeplumpst, aber ich glaube, der ist da unten gelandet. Kann das sein? Er ist zumindest nicht hier oben. Guck mal, so gehäutete Hunde. Da läuft er. Unter dir. Du musst halt nur einmal schnell abrollen und dann hast du den. Komm mal her, mein Freund. Heute ist der Tag, an dem deine Schicht für immer endet. Okay. Ja, dann muss ich jetzt hier runter, ne? Sehe ich das richtig? Hier runter, ne? Ahmed, kalt. Da zieht der Simon sich doch mal die Schuhe an wieder. Ja, es ist aber auch Winter, ne? Es ist Winterzeit. Ach. Was haben wir da eigentlich? Ich würde mir das gerne mal angucken, was wir da jetzt überhaupt haben. Was war das hier, was wir da jetzt erst einen Morgenstern haben wir. Ja, ich nehme an, die können wir immer noch nicht benutzen. Mach mal Quadrat. Bam. Doch, können wir benutzen. DE, physischer Angriff 75 und 6. Und wie kann man das nochmal vergleichen? Ja, genau. Wir müssen auf Ausrüstung und dann auf die Axt. Genau, zack. Ah, nee, die Axt ist besser. Und dann haben wir den Gottestalisman. Was ist das? Ist das eine Kette? Nee, Waffe rechte Hand? Ist es auch Magie? Wie kämpft man denn mit dem Talisman?
Oder kann man sich den hier irgendwie so umbinden? Ah, ja, ja, ja. Probieren wir bei den Ringen oder da oben? Nee, das oben nicht. Bei den, da vielleicht, du kannst es dir vielleicht als Waffe in die Hand geben. Dann probier's mal. Also, vielleicht hat es ja irgendwelche Perks. Gottes-Talisman. Physische Verteidigung. Ach, das ist wahrscheinlich einfach wie so, wie so ein Schild einfach, oder? Ich kann nicht mal abschätzen, wie groß das ist. Was? Da ist wirklich nur ein kleiner Talisman. Es gibt mir das vielleicht irgendein Buff, aber... Ja, aber dann... Ja, also nur, wenn ich ihn benutze, wahrscheinlich. Lass mal probieren beim nächsten Mal. So, dann gehen wir jetzt. Gib deinem Schlag dann einen Buff, meinst du? Das könnte ja sein, ja. Ne? So wie wenn du beidhändig... Irgendwas müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Oh. Upp. Nope. Ja, die sind ein bisschen nerviger, ja, ne? Mit ihrer... Mann. Das will ich nicht. Keinen Bock auf diese Verbindung. Ja, ey, mach's doch wirklich genau so jetzt. Mach die alle so fertig, bis wir die Seelen wieder haben. Die so fertig, und dann, ey, und dann sind die Milben ja auch noch da. Ah, oh, Milbis. Und die Zeckis. Und Milbenzecken. Ist mal so furchtbar. Ich meine, wenn man einen Hund hat, die Hunde, mit denen gehst du raus, die laufen natürlich mit Schnauze voran durch das hohe Gras und so. Und dann gehst du mit denen zurück. Und dann haben die so viel Zecken. Guck dir an, und dann legen die sich irgendwo hin und dann rollen sich die fetten, blutgesaugten Zecken, rollen sich dann so rüber. Mach sie, hilf mir! Wie der fiese Fettsack. Und verdauen und warten nur darauf, sich in deine Arschhälfte reinbeißen zu können. Und man selbst kriegt dann die Megapanik. Dem Hund ist völlig egal. Man weiß selbst hat die Zecken. Ab welchem Zeitpunkt hat man mehr Hund in der Zecke als an dem Hund? Also, ich würde sagen 51% Zecken. Das ist wie mit diesem Schiff. Das, nur andersrum. Das Schiff des Theseus. Ja, nur andersrum. Ich glaube, ich würde sagen, wenn so viele Zecken an ihm dran sind, dass das Blut, was die Zecken aufnehmen, mehr als 51% sind. Das meinte ich. Dann ist es mehr, dann ist es eine Zecke mit einem Hund. Ja, die Hunde. Und nicht mehr umgekehrt, genau. Und dann ist es aber auch mehr dein Hund als dein Hund. Würdest du die Zecken dann trotzdem erziehen? Also würdest du denen dann Sitz und Pass und so beibringen? Oder würdest du sagen, komm, fuck it, Hund ist im Arsch, ab in den Wald damit? Ich würde die Zecke an die Leine nehmen. Ich würde keine Zecken großziehen. Ich würde die an die Leine nehmen. Ich würde die vielleicht auch als Waffe benutzen. Du, wir sind im Kreis gelaufen. Ich würde die als Waffe benutzen. Vielleicht. What? Nee, wir sind voll richtig gelaufen. Wir sind nur noch nicht da, wo wir hin müssen. Aber waren wir nicht hier schon an diesem... Nein, hier ist doch da, wo du durchs Dach gefallen bist. Und da musst du dann die Leiter hochklettern. Nee, bist ja hier. Nee, hier unten ist die graue Wand. So sieht's aus. Ja, genau. Okay. Und dann bist du fast da. Meine Güte, ihr seid aber auch widerspenstig. Lasst euch doch einfach mal von meinem Seelenpfeil in eine bessere Welt führen. Ja, die wissen ja gar nicht, was sie erwartet. Endlich ja Seelenfrieden. Eben. Ruhe, Schlaf. Das hier ist doch kein... Das ist doch nichts. Kein Leben. Ja, wirklich nicht. Mit dieser brennenden Fackel, der irgendwie den ganzen Tag rumhumpeln. Vor allem für wen? Für wen machst du das? Tragt ihr diese Fackel? Wir wollen es nicht. Möchte ich mich entschuldigen? Ah! So. Hau den mal zu Klumpen hier. Kein Bock auf deine Scheiße. Es ist schon besser, im Zweifel abzurollen, wegzurollen, zurückzurollen, vorzurollen, ist egal. Ja. Als das Schild hochzuhalten. Also im Zweifel, klar, ist das die beste Alternative, aber man verliert wirklich immer Energie. Also es ist schon, man muss wirklich überlegen, wie man sich verteidigt. Ja, genau. Also, das Problem ist, ich würde gerne mega mobil sein, aber ich habe beim letzten Mal, als ich gerollt habe, bin ich halt über den Abgrund und das ist halt hier so eng alles, dass Entschuldigung, wie so ein Kiffergespräch. Das letzte Mal, als ich gerollt habe, bin ich über den Abgrund. Roll du besser. Roll du mal einen ein. ja. Ich muss hier wohl runter, was? Oh, da kommt schon wieder so ein... Er ist wieder hier, High Ground. It's over, Anakin. I've got the high ground. Mann, kannst du dir mal hier anvisieren? Darf ich dir meine krasse Theorie erzählen? Immer. Und zwar, ich war gestern mit, die waren ja hier, ne? Die Dudes, bei Chatrail waren. Weißt du zufällig noch, wer das war? Der Bruder von Julian Bam, wie war nochmal der Name? Ah, Sean. Nee, mach du erstmal. Sean. War sehr sympathisch, wir haben echt noch lange hier rumgehangen. Und da haben wir unter anderem auch ganz viel über Star Wars geredet. Und ich sag's jetzt, weil ich glaube, dass ich da was ganz Heißem dran bin. Mach du weiter. Ewan McGregor. Spiel du einfach, ich rede in die Kamera. Ja. Ewan McGregor spielt ja Obi-Wan in diesem Solo-Film.
Und Ewan McGregor hat ja auch dieses Motorcycle Diaries, nein, das war was anderes, aber die, diese Doku gemacht, wo sie nur mit dem Motorrad. Ja. Und ich wette, dass sie aus ihm so ein, ja, so diesen typischen verlorenen Jedi machen, der dann auf seinem Motorrad, das ist dann natürlich ein Hoverrad oder so, ein Hoverbike, so durch über Tatooine fährt. So ein bisschen wie der Golden Boy. So. Er hilft Leuten, aber er will eigentlich nirgendwo zu lange bleiben. Niemand darf ihn erkennen. Er ist natürlich gefährlich, wenn er erkannt wird und so. Alter, nein! Fehler, ne? Du wirst davon vergiftet. Ja. Und ich glaube, die werden so irgend so eine Easy Rider-Feeling versuchen. Mit Ewan McGregor aufzubauen. Also es ist einfach eine Theorie, die ich habe. Kann auch komplett falsch sein, aber ich glaube, ich bin da an was ganz Heißem dran. Auch wie er. Er ist an seinem eigenen Tod, war noch nie so nah wie jetzt. Ja. Da hat er es endlich geschafft. Oh. Soll ich dir mal gleich meine Game of Thrones Theorie sagen? Ich hätte gerne, solange sie halt... Ich werde jetzt zu den Recaps nicht mehr eingeladen. Ich finde es, ja, ich auch nicht. Aber als ich beim ersten Mal nicht wusste, wie die alle heißen, haben sie mich direkt alle rausgenommen. Ja gut, das ist vielleicht... Ey, es sind so viele, als ob du weißt, wie die alle heißen. Ich weiß, wie alle heißen. Lannister, Cersei, Jaime, hier der ohne Pimmel, die alte Hexe. Nein, ich zähle ja gerade nur die Leute auf. Ach so. Die ich kenne. Du beschreibst die Leute. Ich beschreibe sie nur. Naja, der dicke Eunuch, jeder weiß, wer das ist. Da muss ich nicht wissen, wie der heißt. Wie heißt der? Das stimmt. Weißt du, wie der heißt? Ja, natürlich weiß ich, wie der heißt. Wer ist der denn? Varys? Nee, warte mal. Siehst du, das ist Varys. Gar nicht so einfach. Was willst du denn? Ich darf dich ja auch nicht weiter ablenken. Spiel doch einfach mal richtig hier. Oh, meine Nase. Du hast mir auf meine Nase gehauen. Ja, das habe ich getan. Da. Und perfekt. Da fällt er wie so ein Büffel, ey. So fallen Büffel. Ich habe die Zeit genutzt, um ein bisschen Seelenfall zurück zu ergattern. Ah, guck mal hier, ich habe diesen kleinen Vieh hier, den fresse ich mal eben. Ist das so? Wir machen gleich ein bisschen Werbung. Dann holst du die Seelen? Wie ich mit Staunen festgestellt habe. Weil die sind ja schon da vorne, oder? Kannst du eigentlich schon gleich holen. Kannst du gleich holen. Ja, warte, ich mache diese, soll ich noch das unangenehme Getier fertig machen? Warum nicht? Und dann machen wir Werbung. Ich fühle mich wohler, wenn du kurz die Seelen geholt hast, da brodeln sie ja schon. Ja. Ist der Balken nervig. Ja, ich sehe einfach nichts. Ja! So. Geil, dann holen wir noch die Seelen. Und da rechts ist noch einer? Nee, der ist auch weg. Okay, da steht vielleicht noch einer auf. So, oh, Seelen zurück, kein Problem. Und mit diesem Erfolg machen wir ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Ich rolle noch schnell durch Kisten hier durch und dann. Jetzt müssen wir neue Kisten kaufen. Oh, so ein Ärger. Ich rufe Josh McCray dann. So, bis gleich. George? Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Knapp durchgenommen hier mit Demon's Souls. Nils ist dran. Wir haben einiges schon. Ich glaube, ich sage einfach mal, wir sind im dritten Level. Ist der dritte Level, den wir uns geholt haben. Das Tal der Schändung. Und wir holen jetzt, gehen wir tiefer in den Bau hinein, nachdem wir unsere Seelen gerade zurückgeholt haben. Ja. Was ist mit dem los? Ist das ein Guter? Kann der handeln? Will der was verkaufen? Also ich kann ihn zumindest nicht anvisieren. Der sieht aus wie ein Händler. Der hat ja auch da so eine Kiste hier mit Kram, Krimskrams. Geh da mal hin. Also ich riskiere meinen Tod. Gegengift. Ich rede mit ihm. Gucken, was bist du denn? Ja. Won't you buy something? My poor child is hungry. Also wenn ich da mal Kritik üben darf, ist nicht unbedingt die beste Stelle für einen Job. Ja. Also du brauchst ein bisschen Laufkundschaft. Vielleicht sollte man sie auch nicht direkt im Tal der Schändung. Klingt einfach nicht gut. Nee. Wo ist denn dein Laden? Ah, direkt in der Mitte, drittes Untergeschoss, Tal der Schändung, direkt zwischen den 4 Monstern und den 28 anderen Monstern. Ist auch alles viel zu teuer. Schwierig, ne? Schwierig. Dann lieber direkt auf Amazon, bei Amazon, eBay alles verkaufen. Drohnenlieferung. Da würde sie mit Sicherheit mehr Geld machen. Vielleicht geht es ihr nicht ums Geld. Vielleicht geht es ihr wirklich darum, da zu sein, wo sie sein muss, wo wir sie brauchen. Ja, wer weiß. Ey, guck mal, sie hat aber... Hat sie nichts. Nur außer Gras halt. Sag mal, was hat die denn für Preise? Die ist ja überhaupt nicht up to date. Ja, das ist aber nun wirklich klar, weil du direkt im Dungeon bist. Natürlich sind die Preise da hoch. Ja, aber 1000 Mark ich würd's für nicht einen so ein. Nein. Das ist doch völliger Quatsch. Fall. Das ist Quatsch. Wir werden eh sterben oder so und dann kannst du. Schwarzes Terpentin. Achso, warte mal, genau. Heilt Benutzer von Gift. Wir haben Königslotus gefunden. Jetzt wissen wir wenigstens. Trotzdem würde ich noch einen kaufen.
Ja, aber für 800 Mark, come on, wir haben welche. Ja, okay. Ich gehe nicht alle Preise mit, sorry, ey. Das sehe ich gar nicht ein. Bei, ja, weißt du, bei Mediamarkt, wenn ich bei Mediamarkt gehe, ich auf die Amazon-App, um zu gucken, ob das da 10 Euro günstiger ist. Aber hier soll ich irgendwie 800 für so fucking Lotus. Ja, weil du eben A, vergiftet bist schon. Also ja, jetzt gerade nicht, aber wir waren schon mehrfach vergiftet. Es ist schon Angebot und Nachfrage, würde ich sagen. Pass auf, wir haben hier, guck mal, da, Königslotus. Ey, 9 Stück? Ja, 9 Stück. Völlig. Okay, komm, lass so gut sein. Wir haben genug. Und dann hätten wir das mal vorher gewusst. Wie kann ich die denn jetzt noch mal ausrüsten? Zack. Gegenstand ablegen, neu ordnen, Auto. Ich würde ihn einfach später benutzen dann. Ja, nee. Also wenn du ihn brauchst, du hier. Ja, nee, pass auf. So, hier geht das nämlich, genau. Dann nehmen wir doch mal was. Diese ist komische Ephemer-Augenstein, weiß ich nicht, aber mach ihn aus. So, tschüss. Körper wird aus Seelengestalt wiederbelebt. Ach so. Aha. Ja gut, das heißt, wir können uns wieder als Mensch und dann haben wir mehr Health, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt. Wo haben wir es denn? Nexus-Bindung. Guck mal hier, das ist halt den Nexus. Das sind schon ein paar gute Sachen dabei. Geil. Wir nehmen, wo bist du denn? Da, Königslotus. Zack, das ist hier offensichtlich ganz geil. Was haben wir da noch? Schwarzes Terpentin. Das können wir machst eigentlich auch mal rausnehmen. Machst du auf die Klinge oder so? Oder? Das kann man für einen Kampf mal, machen wir das für einen Endbosskampf aufheben. So, ja. Das, wie kann ich den einmal wieder rausnehmen? Ich will, dass die ausgerüstet wird. Ablegen will ich nicht. Ich will einfach nur, dass das austauschen gegen irgendwas. Ich glaube, abrüsten kannst du in dem Sinne nicht. Ja, das. Nö, scheinbar nicht. Ja, doch so. Ich habe ihn überlistet. Okay, den lassen wir drin. Und was macht der? Was hatten wir gerade gelesen? Blutung heilt der, ne? Oder sowas? Ich glaube, wir brauchen ihn im Moment nicht. So. Das heißt, okay, wir nehmen den Kleinäumel und dann haben wir schon mal dieses geil. Guck mal, die Leute werden jetzt alle schreiben: Oh, endlich! Endlich haben sie es gerafft, dass sie das haben. Und das. Jungs, lest euch doch wenigstens mal die Beschreibung der Items durch. Ja, jetzt machst du aber einen ganz schönen Simon hier gerade, ne? Ja. Geh doch mal nicht davon aus, dass die Leute dich haten. Vielleicht tun sie es gar nicht. Das stimmt. Sie tun es. Aber. Nein, aber sie haben ja in dem Fall auch. Benefit of the doubt. Was? Wer hat mich denn hier mit Pest? Alter, jetzt hast die du die fucking Pest hast du dir geholt. Die Pest, Alter! Alter, ey. Die Pest, ey. Weil du die Ratte an dir hast nagen lassen. Das ist immer noch sind die Auswirkungen von der schwarze Tod hier mit Redflix. Ja. Du denkst, es sind deine Freunde. Es sind nicht mehr deine Freunde, Nils. Ah, shit, trifft die auch nicht so gut. Nimm den blöden Zauberkram jetzt. Ja, aber ich will doch nicht für so klein. Alter, mach es! Kleinvieh hier. Diese Alte soll das machen. Das hau ich. Kleinvieh macht auch Schiss. Guck mal, die fallen runter, weil die dumm sind. Ja, okay, aber sie kommen direkt wieder hoch. Also sind Perpetuo Rapile. Ratile. Ja. So, dreimal angegriffen aufs Maul. Dreimal angenagt. Jetzt rollt er runter. Geil. 1, 2, 3. Tschüss. Will ich jetzt hauen? Ja. So, ich muss mal ganz dringend hier ein bisschen Vollmondgras essen. Ich mag das, wie die sich so abrollen. Und dann bis runterpurzeln. Alter. Nein, Alter, ich wusste, dass das war ein Riesenfehler. Warum hast du das gemacht? Es tut mir leid. Verzeihung. Kommt hier jetzt. Kommt hier jetzt runter. Aber deine Preise waren wirklich auch mega dumm. Ey, ja. Für die Preise hat es verdient. Achtung, Energie. Oh! Scheiße. Scheiße. Roll ich mich in den Abgrund rein, ey. Zum Glück hast du vorhin noch Energie genommen. Und das meinte ich. Das ist diese Kacke. Eigentlich muss man die ganze Zeit rollen irgendwie. Und dann rollt man da sich da runter. Ey, ich habe aus Versehen den NPC. Genau das wollte ich vermeiden. Das hab ich hast gesehen, der ist direkt wütend geworden, hat auch echt viel Energie und hat wenig von dieser Energie abgegeben. Ja, deswegen bin ich schnell weg. Aber also die Ratten sind ja unangenehm. Das, irgendwie, man kann die nicht richtig mit dem Schild nicht so richtig blocken. Es ist so, als wenn die unter dem Schild an die Füße rangehen. Und einander anpügern. Ja, die Ratten hast du teilweise echt nicht getroffen. Das ist schon komisch. Ey, warum bist du denn plötzlich so? Nee, der war plötzlich voll schnell. Du machst dich gerade bereit und schon. Ich muss einfach immer das Schild ausgefahren haben. Das ist die alte Dark Souls-Schule. Ja. Wir können jetzt eigentlich. Gibt es eigentlich irgendeinen kurzen. Vorsicht, du bist. Ja, nice. Das war sehr schön. Auch was ich trau mich, ja, ich trau mich auch nicht. Scheiße, gut geblockt. Mit diesem Brüller noch. Diese Ratten da. Wir haben alle die meisten Seelen hier schon. Wir können echt so durchrushen jetzt.
Ich will aber den rechts. Den will ich haben. Warte mal, hier bist du doch über die Abkürzung, ne? Ja, darüber. Ist die noch jetzt da? Kann ich die nehmen? Nee, hier ist nur der Typ. Aber der ist ja jetzt eigentlich auch weg. Ich muss ja gar nicht hier lang. Oh. Scheiße, scheiße, nee, scheiße, keine Energie. Keine Panik, alles gut. Du kannst da gleich runter und über den... Hier runter? Ja, also... Nee, nee, ja. Ja, ja, und darüber. Aber ist das überhaupt dann die Abkürzung? Ich hoffe. Jedenfalls ist es... Ja, also eine richtige Abkürzung ist es eigentlich nicht. Nice, der war super. Ich traue mich bei dem überhaupt nicht, das zu kontern. Nee. Ist einfach, das ist zu schnell auch vorbei so sein. Eng alles. Ein falscher Move. Schwupps, die jetzt die Frage, wie weit kommen die mir hinterher? Laufen die jetzt auch hier runter? Nee, nicht, dass sie im dümmsten Moment dann wirklich von hinten kommen. Die sind alle sehr faul. Oh, scheiße, der hat gesessen. Au, au. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Auf dem Kopf gelandet. Du musst bald mal was essen, ja. Ja, ja, es war einfach kein guter Move bisher. Jetzt auch nur nach unten schlagen. Ich bin nur noch ein Vollmond. Oh, scheiße. Jetzt von hinten. Hoffentlich ist sie alle nicht noch sauer, hoffentlich ist sie nicht nachtragend. Ich befürchte, die ist nachtragend. Ja, aber wir sind gestorben, viel mehr können wir doch gar nicht mehr machen. Wir sind ja nicht mehr dieselbe Person. Wir sollten uns umziehen. Hast du mir nur noch... Wir haben von so einem Outfit. Eine andere Rüstung an. Ja. Oder wenigstens ein Schild. Ich garantiere dir, es passiert ihr ständig. Für die ist das mittlerweile alles so. Ich meine, die hat da einfach einen Scheißladen da. Was hat die für Käufer? Also. Sie sind alle so dumm, fallen da runter. Ah, nee. Kein Anvisieren. Kennst du auch diesen Effekt, wenn man das dann zum dritten oder vierten Mal macht, dass man schlechter wird, weil man so, oh, hinter dir, der lebt noch. Hinter dir, der lebt noch. Man wird so ungeduldig. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Shit, da habe ich eine Sekunde zu spät geschlagen. Ja, hau so mal weg da mit dem Seelen. Oh, komm. Das ist super nervig. Sehr gut. So, wie viele sind noch da? Einer, zwei, weiß ich nicht. Vier waren es insgesamt. Zwei hast du da mindestens schon? Zwei. Okay, komm. Ja, die mit dem Giftstab da, die sollte man immer Seelenpfeil. Die anderen kann man auch selbst machen. Wir haben ja gezeigt, dass wir es können. Hier gehe ich nicht mehr hin. Okay. Ja, runter, runter, runter. Dip, 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 dip. Wir brauchen echt mal wieder einen Shortcut bald. Ja, das wäre schön. Vielleicht haben wir auch schon wieder welche übersehen. Das weiß man halt nicht. Ja, diese eine Stelle bei den Zecken. Da gab es ja mehrere Wege. Ja. Vielleicht ist da was versteckt. Oh, da kommen sie wieder, die ganze Brut. Oh, der war schön. Gut. Okay. Sind die jetzt, ich schreck die gerade mal auf, sind die jetzt noch hier? Nee, die sind da nicht mehr. Das waren die schon eigentlich, ja? Das waren. Die haben dazugelernt. Da unten ist wieder so ein Sperrhain, den kannst du von hier platt machen. Ich kann leider noch nicht anlocken. Da sind wir. Diese hässlichen. Die sind wirklich. Die sind fast noch hässlicher als die Spinne. Die Viecher sind ja wirklich sehr unangenehm. Einfach mal nach hinten geschossen. Ey, das ist wirklich auch deren fetter Bluttank. Ja. Ist. Das irgendwie, mein Gehirn will das nicht akzeptieren. Nee. Aber das ist wahrscheinlich von den Proportionen, das ist sehr, sehr realistisch. Ja, die können sich echt aufblähen wie so ein Zirkuszelt. Ja? Ist ja wirklich so. Die arbeiten teilweise auch als Zirkuszelt, wenn die gerade... Ah, keine Energie mehr. Ah, jetzt gebe ich ihm gleich. Ich traue mich nicht, da vorne hinzugehen, weil der ist wirklich zu nah am Abgrund. Ich würde gerne lernen, sowas mal richtig zu blocken.
Das war gut geblockt. Oh, geil. Sichem und Gras, vielen Dank. Das ist die alte Ische. Nee, doch nicht. Dachte schon, sie lauert uns auf. Wollen wir nochmal gucken bei den Zecken? Ich glaube, wir waren da auch. Wir gehen da gleich hin. Ich wollte einmal nur... Alter! Oh, pass auf, Alter. Ey, das war voll unfair gerade. Guck dir das an. Was soll ich denn hier machen? Kann man hier noch irgendwo hin? Nee, hier ist Ende, oder? Der Geist ist auch untergefallen. Der Geist ist da gerade runtergeplumpst. Ja, okay, dann ich dachte eben, wir wären diese Richtung von gegangen, aber wir sind bei den Zecken lang gegangen. Ja, das stimmt. Genau. Geht zur links noch weiter? Ja, aber ich finde es gut zu wissen, dass man jetzt hier also nicht weiter kann. Ja, mach ich gleich, aber. Okay, Moment. Ja, da irgendwas leuchtet da hinten, ne? Mhm. Nee, siehst du, das ist nur diese Ecke und da ist ja noch nicht mal was. Die suggerieren dir, da wäre eine Seele oder so. Mhm. Ja, nicht mal eine. Ein einziger Beschiss, dieses Spiel. So, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Vielleicht nimmst du einmal das Halbmondsichel gelöt. Also einmal nach unten pügern. Genau, dass du erstmal das nimmst. Sichelmond? Ja, als nächstes. Oder gibt es da noch was anderes? Nee, Sichelmond ist klein. Dunkelmond gibt es auch noch. Vollmond, Sichelmond. Das ist klein. Aber, ja, ich meine, du passt auf, weil wir haben nur noch zwei jetzt. Also. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was wir da jetzt machen. Also. Hoffentlich ist die alte nicht nachtragend. Ich hole jetzt die Seelen und dann. Wollen wir uns dann echt noch weiter reinwagen? Ist sie noch da? Nee, sie ist nicht sauer. Ah, danke schön, ey. Ja, hol mal die Seelen und dann, ja, wir müssen ja weiter. Ja, manchmal denke ich, es ist vielleicht sinnvoller, nochmal in Nexus zurück sie, und, sie, sich, sind sie. Und sich hol jetzt... Hol erstmal die Seelen. Ah, das sind sie, ne? Seelen, zack, geil. Und jetzt, ja, die sind ja nicht so schwer, die sind einfach nur nervig. Man muss einfach die... aufpassen, dass sie nicht ja... wie auch so wie so eine Armee auf einen zukommen. So langsam, ja. Bedrohlich. Meine Fresse, ey. So. Oh. Die haben sogar was geklappt. Was hat der dabei? Ratatouille. Eine Kalksteinscherbe. Endlich. Endlich haben wir die. Sehr gut. Guck mal, da gibt's wieder was Schönes. Ha! Oh, da ist noch eine von den Radis. Die haben sich an dem... armen Kerl haben die genagt. Oh, oh. Die Axt muss es sein. Bist du über die rüber gerollt und hast die... Oh nein. Jetzt der letzte Dreck hat mir Pest gegeben. Das war nochmal Königslotus, oder? Ja, aber... Ja, so, alles klar. Hilft es? Ich hoffe doch. Nein. Witwenlotus. Dunkelmondgras. Nee, warte mal. Nee, nicht irgendwas nehmen. Wir haben's... Dann check's lieber einmal. Wie jetzt in was der. Was hat der denn da für ein. Vielleicht hat er ja so ein Gegengift, der Typ. Würde ja Sinn machen, sich im Mundgras. Naja, okay. Ey. Aber. Königslotus bringt nichts. Witwenlotus. Also, es ist, vielleicht muss man für die Pest irgendwas. Geh nochmal ins Inventar und check mal, was die machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Königslotus. Halt Blutung, von Seuche. Gift. Das ist es. Von Seuche. Was, hast du, was war das? Ja. Jetzt. Oh Gott. Ja. Oh. Jetzt wird's echt eng. Ja. Ein Dunkelmondgras haben wir noch. Vorsicht. Hier ist wieder so eine... Das Abgrund. Nicht einfach reingehen. Guck, die fette Blase da hinten. Ja, da ist sie wieder, ey. Die Bitcoin-Blase. Dann lasse ich sie mal lieber. Okay. Oh, jetzt ist aber echt wirklich ganz spannend. Oh, da ist wieder ein Hansi. Oh. Oh, Vorsicht. Ja, sehr gut. Alter. Er hat dich erwischt mit seiner kleinen Keule. Hau ab. Sehr gut. Ist hier irgendwo... Oh, nein! Oh, oh. Keine Panik. Ja! Bin ich schon tot? Ja, ich bin schon... Das ging jetzt irgendwie... Ich wollte an dem... Klar, ich wollte an dem Großen vorbei und in Sicherheit, aber da war es noch schlimmer. Wir hätten zurückrennen müssen. Ja, wir hätten zurückrennen müssen, das stimmt. Viel Spaß, die Seelen zu holen, ey. Ui, das wird jedes Mal... jetzt auf neue Anstrengung. Ne? Wir brauchen mehr... Abkürzung. Ja, ich hab's Gefühl, wir könnten theoretisch auch schon bald am Ende von dem Level wieder sein, wenn wir... Oh, ich hab original ein Vollmondgras. Was macht dieses andere Gras noch? Dunkelmond, Heil, TP und Status leiden komplett. Ja. Okay, das ist offensichtlich ein sehr mächtiges, seltenes Gerät. Ich bin unzufrieden mit der Abkürzungssituation. Ja, aber du schaffst das jetzt. Du holst die zurück und
theoretisch könnten wir dann eben auch erstmal zum Nexus fliehen. Wir müssen ja eh wieder am Anfang starten, wenn wir sterben. Naja, mach du erstmal, wir gucken, wo wir gleich landen. Meine Nasen, Mann. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Also, ja, wir also, sterben ein paar Mal, aber ich finde, es ist noch im Rahmen. Bam. Wumm. Düdel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 üd
da war ich ein bisschen zu dumm. Egal. Weiter geht's hier. Was? So, das war nur eine alte Seele. Ja, das ist gut. Die nervigen gleich. Komm ich da durch? Nee. Sind wir nach oben? Oh. Guckt er seinen Zauberstab an. Kratzt sich am Helm. Och komm! Wie lange dauert das denn, bis er einen Schuss regeneriert? Eine Weile. Ich glaube, ich muss die so platt machen, mein Freund. Ja, oder du trinkst. Haben wir nicht irgendeinen Mana-Trank? Nee, haben wir nicht. Doch, wir haben aber auch. Doch, warte mal. Also einen Schuss hast du sowas. Jetzt zum Beispiel. Aber da kommt auch einer hoch, glaube ich. Zu mir? Es sah gerade so aus. Dann vielleicht irre ich mich, du wirst es sehen. Wir müssen noch irgendein. Wir haben irgend so ein dummes Kraut. Oder nicht? Oder haben wir das alles aufgebraucht? TP, TP, TP. Blutungen? Ne, haben wir doch nicht. Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr, Simon. Wir haben einfach nichts mehr, was unser Mana wiederherstellt. Aber eigentlich hast du trotzdem noch. Der kleine Ausflug ins Menü hat uns genug Zeit verschafft, um die Mana wieder für ein paar Seelenpfeile herzustellen. Ja, also kann sie natürlich schon erledigen. Ja, aber den Typ mit dem Giftspeer da, den mache ich jetzt noch. Und den anderen da. So, komm, leck mich. Oh, gut. Kein Problem, das weiß ich doch. So, jetzt komm mal her hier, du Lunk. Halunk. Ich muss jetzt hier aber auch nicht irgendwie so eine Show abziehen. Keine Reichweite, ne? Was machst du denn jetzt? Stürmt er auf mich zu? So. Komm her, du auch noch. Der macht so ein. Ja. So ein bisschen weggestoßen mit seinem Schildi. McShield. Oh, ich. Ja, doch, das war richtig genau, gut. Das wollte ich machen. So, jetzt gib mir mal ein bisschen hier so sicher. Gut. Guter Kumpel bist du. So. Ich bin ja noch nicht so hundertprozentig davon. Was denn? Also auf dieser einen Stelle, wo diese Nachricht war, rechts, ne? Vielleicht hätte man da doch irgendwas machen können. Sollten wir die Seelen verlieren oder durch irgendeinen anderen Zufall wieder am Anfang sein, ohne Seelen, dann probieren wir das mal. Und mir wäre das Risiko einfach zu hoch jetzt. Achtung, zwei von rechts. Komm ich hier nicht mehr rauf? Nee, das ist nämlich die fiese Gemeinheit an der Ecke hier. Du springst runter und kommst nicht mehr zurück. Oh, weg, weg, weg. Nicht hoch, nicht nach vorne am besten. Finde ich gut. Angriff ist eine sehr gute Verteidigung. Du musst jetzt treffen. Und jetzt Energie. Ah ja. Wir wollen jetzt auch mal nicht. Am besten noch mal einen hier, so einen halben, so einen Löten nehmen wir schnabulieren. Ja, okay. Das war jetzt Werbung für den Souls-Sport, würde ich sagen. Wenn ihr noch jetzt Blut geleckt habt und ein bisschen mehr Werbung sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Wir sind gleich zurück auf dem Weg zu unseren verlorenen Seelen. Demon's Souls, ein Spiel, bei dem man zu Recht sagt, ist halt kein Dark Souls, denn das gab es damals noch gar nicht. Wir spielen uns von ganz nach unten bis ganz nach oben durch, fangen an bei Demon's Souls und Nils ist gerade mittendrin im Minenschacht im Tal der Schändung. Was wurde hier eigentlich aus der Erde herausgekratzt? Wir wissen es nicht. Höchstwahrscheinlich Wesen wie diese blutigen Dreckszecken da hinten, aufgebläht und fett. Komm her hier, mein Freund. Komm mal, komm mal, komm, 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 komm. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich mal versuchen. Hey, ich kann nicht blocken mit ihm übrigens. Ich finde, manchmal muss man das machen. Ja, aber der hat so eine komische Animation, dass das Blocken nicht so gut funktioniert bei ihm. Oh, siehst du, und dann macht er auch noch eine Combo. Ja, mir doch egal. So.
Links sind noch ein paar, die könnten wir ignorieren. Nee, aber das ist mir zu sicher, weil wir wollen ja eigentlich die Seelen holen. Jeder Kampf ist noch gut. Und so und dann ja gut, auf die Art, das ist... Diese dummen Stabträger-Heinis. Die mögen wir nicht, ne? Nee, die mögen wir gar nicht. So Zecken McCracken müssen wir platt machen offensichtlich, ne? Ja, ich würde da nicht, genau. Wenn man näher rangeht, wird man durch das Blut nämlich vergiftet. Schnase! Pam! Seelenfight-Aktionsrabatt! Ach, come on! Oh. Was bist du denn? Jetzt warnst du die anderen Zecken, oder was? Egal, die eine Zecke hat, glaube ich, eine Seele oder so. Oder es ist nur die, irgendwas. Ja. Nee, doch. Marksteinklumpen. Na gut. Was ist hier eigentlich? Soll ich da mal durchrollen? Nö. Wichtig ist, das hat mir gerade sehr geholfen. Ich habe es ja eben ganz gut gelöst. Einfach den Pfeil aufladen und deswegen wirklich warten. Und die dann aus der Ferne platt machen. Aber die Ratten, mal, die meine ich jetzt. Mal, was ist denn das für eine agile, dumme Zecke? Jetzt ist aber mal Schluss, mein Freund. So. Okay, hier geht's. Aber es sind immer diese Vorsprünge, wo man sehr schnell sich einkesselt. Ja, mein Seelenfall ist nicht mehr der allerneueste. Da ist jetzt die Madame Tussaud da unten. Und da kommen gleich die Ratten. Da geht's gleich los. Radi McRattenstein und seine Rattenbande. Das gibt's doch nicht. Falls ihr euch in der Welt der Wirtschaft auskennt, das ist die sogenannte Ratifikation. Mhm. Ratifizieren wir ihn. Auf wie viel sollen wir ihn das ratifizieren? So, das ist ein typischer Satz in der Wirtschaft. Und dann kriegt man diverse Ratten. Ratten ist eine der Haupt-Trading-Dinger. Also tiefgefrorener Orangensaft, Bacon, Ratten. Das sind die Haupt-Trading-Güter, die traditionellen Trading-Güter. Und Vierkanthölzer auch. Vierkanthölzer sind aus irgendeinem. Wobei die Dreikanthölzer sich jetzt in jüngerer Zeit. Der Trend geht zum Dreikantholz. Der geht zum Dreikantholz. Ja. Weil es eine Kante, also alles wird günstiger, ökologisch und so. Ein Kant weniger ist natürlich, hilft der Umwelt ein Viertel. Tschaum. So. Soll man sagen, dass wir hier nur einfach einfache Let's Plays abliefern? Nein. Es ist Infotainment einfach. Weltwirtschaft. Entertainment und Information. Und Information und Gaming. Ich will jetzt bitte. Dankeschön. So, war das jetzt die da letzte? Da ist immer noch eine. Da siehst du hier der nagende, siehst du die nagende Ratte hinter die Sau. Und die gibt dir gleich die Pest. Ja. Na, vielen Dank. So, dann wollen wir mal schauen. Du Nagetier. Ah. Hab ich okay, jetzt nur noch die Seelen. Es kann echt nicht mehr lange, es ist nicht mehr weit. Da vorne sind schon. Sie. Da kommt jetzt der Riese. Hau ab. Nimm die Seelen, hau ab. Wirklich. Nicht geradeaus weit. Nein, du hast sie nicht berührt. Du hast sie nicht berührt. Was? Du hast sie nicht berührt. Jetzt weg. Aufpassen, dass ich hier nicht. Wie gemein, dass auch diese dicke Meldung fett im Screen kommt, wo sie wirklich keiner braucht. So, Homies. Alter, wenn du den jetzt von oben, das wäre ja so geil. Das war natürlich nur der Kleine. Aber das reicht. Ja, der kommt gar nicht hoch. Alter, das ist die perfekte Lösung, du hast den Mann. Oh Gott, da kommt hinterher! Da kommt hinterher! Mach was! Ja, ich sehe nichts, keine Panik. Du musst rechts hoch. Ich weiß gar nicht, wie du hoch. Genau, doch, du kommst hoch. Alter, das war gerade knapp, ey. Ich hab natürlich jetzt keine Mana mehr. Ja. Können wir ja ein bisschen warten. Das wäre natürlich sensationell. Alter, die Riesenkeule. Der sieht aber genauso aus wie die anderen. Ist das die Mutter? Oder ist es eher so, dass er einfach der Stärkste ist und deswegen ist er auch am größten und hat die größte Keule und die anderen sind seine Vasallen? So ein Mutant. Der wäre halt in einem anderen Universum Basketballspieler geworden. Ja, genau. Und das geht hier natürlich nicht. Ja. Es wurde der Basketball nur nicht erfunden. Deswegen hängt er jetzt hier. Deswegen müssen wir dahin vegetieren. Aber die leben dann ja auch, die haben eine kürzere Lebenserwartung. Ja, je größer sie werden, desto ist so. Ist traurig. Also jetzt, wenn du vorhin stehst, haben sie ohnehin eine sehr kurze Lebenserwartung. Sehr kurz. Aber dadurch, dass dein Pfeil sich die ganze Zeit auflädt, dauert es doch länger als gedacht. Ja, aber man kann das ja auch mal nutzen für so ein kleines Podcast-Format. Zwischen den Pfeilen nennen wir das. Nils, wir haben jetzt knapp 15 Minuten Zeit. Ja. Was hast du denn so gemacht? Ich könnte meine Game of Thrones-Theorie sagen. Oh, mach das bitte. Aber es ist jetzt, pass auf, ist das ein Spoiler, ganz kleiner Disclaimer. Ich setze Wissen voraus bis zur aktuellen Game of Thrones-Staffel. Also ich mache jetzt, pass auf, nein, warte, ja, ein Pfeil genommen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt dieses Zeichen. Das bedeutet, der Game of Thrones-Talk beginnt. Ihr könnt kurz muten. Wenn ich wieder so mache, endet der Game of Thrones Spoiler und ihr seid safe. Okay. Beginnen. Game of Thrones Spoiler. Also, ich glaube Folgendes. Pass auf. Erstmal folgende Information, die ich habe.
weil ich gut aufgepasst habe in Staffel 1. der ist ja ein Targaryen. Ja. So. Ah, und er wurde ja auch von dem Drachen von Khaleesi sozusagen erkannt. So, akzeptiert. Ne? Aber pass auf, er ist nämlich kein Drache. Er ist nicht wie Khaleesi. Weil in Staffel 1 gibt es nämlich eine Szene, als irgendjemand an der Wache diesen Kommandant der Nightwatch angreift und dann nimmt er so ein Feuerbecken und schmeißt das auf diesen komischen White Walker. Und da verbrennt er sich die Hand. Und wenn er nämlich Khaleesi, wenn er nämlich ein Dragon wäre, hätte er sich die Hand verbrannt. Also das, das ist schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann glaube ich, dass der Charakter von Khaleesi und der Charakter von Cersei quasi eine Spiegelung ist. Weil, pass auf, Cersei hatte 3 Kinder und sie hat eine Prophezeiung bekommen, auch von so einer Ische, dass ihre 3 Kinder sterben werden. Alle 3 Kinder sind tot. Khaleesi hat 3 Drachen. Und genau wie die 3 Kinder werden die 3 Drachen alle sterben. So, ein Drache ist ja schon gestorben. Und wiedergeboren, ja. Aber die anderen beiden, ja, aber er ist ja erstmal gestorben. Die anderen beiden werden auch sterben. Währenddessen schießt sich ein Seelenfall. Oh, der Riesenäumel ist. Ist er schon da? Tot? Nein, der hat noch. Guck da noch ein bisschen. Hat noch so ein, er hängt, nee. Sich, hängt noch an so einem Mini-Zipfel. Wir geben ihm diese Ehre nicht. So. Kein Kampf wird kein mit Kampf. Dir stattfinden. Genau. Und kommen die anderen jetzt hoch irgendwie, weil die. Weil er war ja nicht mehr blockiert. Nee, die hängen da wirklich fest. Die hängen an seiner Leiche fest. So, genau. Pass auf. Und Khaleesi, ja genau, die haben beide diese Prophezeiung bekommen. Und beide sind ja, ich glaube, dass beide noch schwanger werden, weil sie hat in der Prophezeiung, hat sie ja von der alten Hexe die Prophezeiung bekommen, Entschuldigung, ich muss reden. Ja, ja, ist, aber dass genau. Sie erst schwanger werden kann, wenn die, wenn der Mond und so ein Shit im Zenit die Richtung wechselt, whatever für ein Shit. Und die beten mich an, guck mal. Beten mich an. Genau. Und ich glaube, dass, und Cersei ist ja schwanger und Khaleesi wird auch schwanger werden. Und die sind irgendwie miteinander quasi ihr Schicksal ist verknüpft, die sind gespiegelt in irgendeiner Form. Das ist meine andere Theorie. Halte ich das für durchaus valide, oder? Ich bin leider nicht ganz so drin im Universum wie du, aber was du gerade gesagt hast, klingt für mich einleuchtend. Ich finde aber auch, ich brauche wirklich gar keinen Twist oder gar keine Überraschung am Ende oder was völlig anderes, was grundlegend alles ändert. Ich finde einfach, Game of Thrones ist so eine geile Fantasy-Serie und gerne mehr. Ja. Ende Spoiler! Ende Spoiler! Ihr habt's geschafft. So. You don't deserve to die. So let me give you some advice. This place is buzzing with pests, fattened on a diet of souls. In order to protect yourself, you must keep a lotus with you. Haben wir mir einen verticken, ne? Survival can never be too high, can it? Ich hab sowas schon. Curses, I wasted my breath on you. Did that witch send you to torment me? Was laberst du? Laber mich nicht voll. So, die alte ist einfach viel zu teuer. Es tut mir leid, musst du mal deine Preise ein bisschen annehmen. Ja, haben wir jetzt hier diesen Riesenplatt gemacht. So sieht er aus. Zwischen den Ratten, da gehört er hin. Kam der daher? Kam wir daher? Was ist hier? Ja, haben wir schon mal reingeguckt? Nee, da geht's nicht weiter. Da sind die Zeckis. Da hinten ist noch so eine Da kommen wir später hin. Zecki McSchnecki. Das ist hier nicht gerade unsere Aufgabe jetzt. Guck mal, der. Ach, guck mal. Das ist ja, wäre gut, wenn er so dumm wäre. Das ist noch so eine dumme Rampe. Das ist wieder so eine Abkürzung wahrscheinlich. Ja, ja, nur, wie gesagt, da kommst du ja jetzt nicht hin. Ja. Nee, dein Weg führt da vorbei, wo sie alle herkamen. Ja. Ich finde, nach so einem epischen Kampf gegen so eine furchterregende Kreatur sollte es jetzt hier irgendeine Form von Belohnung geben. Wer hat sein Schwert geschärft gerade? Hast du es gehört? Ich hab was gehört, aber ich weiß nicht was. Achtung, da ist noch einer. Ich mach mal vielleicht mal da so rechts ein bisschen Sichelmondgras. Der denkt, wir sehen ihn nicht. Da dabei oben. Fällt seine Fackel hinten rechts raus. Nein, da rechts ist auch noch einer, ne? Den nicht vergessen, ganz rechts. Erstmal versuche ich den da zu treffen. Alter, von dem war er, wusste ich jetzt auch nicht. Du kannst da überhaupt nicht herkommen. Ja, und jetzt Energie. Da. So, erstmal noch bitte ein Stück zurück. Meine Fresse, ey. Habe ich noch was von Energie. Dem. Sichelmondgras, ja. Gib mir die Energie. Du hast es, du bist die Gummibären. So, okay. Dann jetzt hast du sie doch alle. Der eine noch rechts immer rechts noch, ja. Hässliches Vieh. Na gut, aber ich kann an dem vorbeirollen, ne? Da oben ist. Kannst du ruhig auch hochlaufen, ne? Wahrscheinlich. Kommt der nicht hinterher, weil er einfach lahm ist.
Ja, oh, geil, wir haben die Seelen 2600, ey. Siehst du es da oben? Den unten will ich. Jetzt kommt er mir hier nachher gedackelt mit seinem Feuersperr. Und dann unter Umständen musst du oben ich nachher Mause die tot. Nicht, die gar nicht töten. Die fetten Zecken. Ich will ja immer noch hier durch, hier, Leute neigen dazu, hier drin zu wohnen, deswegen. Warte mal, da war gerade ein X. Ja, Blutlache da. War der vorne links? Ja, egal. Da war doch gerade ein X. Ja, da bei der Blut. Da. Ach, okay, da ist die Blutlache, du hast völlig recht. Okay, dann lass uns mal weiter im Gebälk. Jetzt kommen wir da zu diesen hässlichen. Ja, jetzt auch noch sowas, ey, so Arschmaden. Okay, fuck, wenn du die jetzt, die musst du mit dem Zauber machen. Wenn du die jetzt, ich muss sie leider verzaubern. Mit den dicken Adern, ey, wie so riesige Hoden. Ach, riesige blutunterlaufende Hoden. Oh Gott. Hodor. Hodor, echt. Uns hat mal jemand dieses Buch, sie selbst geschriebene Buch geschickt, Hodor. Also eine Biografie über Hodor. Ja. Die halt auch wirklich die meiste Zeit nur Hodor geschrieben hat. Achso, Hodor, also Hodor, und dann also Hodor ist halt ein aktiver, der redet viel. Ne? Ja. Ja. Einfach danke dafür an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, aber es hat gemacht. Es war sehr viel Arbeit. Jetzt liegt es hier bei uns. Ich finde, das ist eine fantastische Idee. Hodor, die Biografie. Also. Ich habe da den Kadaver runtergeschossen. Ich rede auch nur so zu 20% sinnhaften Kram. Der Rest ist wirklich Überkompensation. Mehr als sonst. Von irgendwelchen Spannungsmomenten hier gerade. Ja, die Frage ist, wir finden nicht den Absprung jetzt, weil du bist. Oh! Also rein zeitlich sind wir am Ende. Aber noch wir machen diesen Klumpen. Alter, der noch. Den machen wir auf jeden Fall noch. Aber den kannst du nicht. Oh Gott, Nils. Nein, kein Nahkampf. Und schon gar nicht. Champagner, schön beschissmäßig. Abendbrot. Nicht fair. Halalala. Gönne dem jetzt keinen fairen Kampf. Deine Mutter ist so schön. Deine Mutter will ich sehen. Ah. Deine Mutter ist Teil der Schändung, die Königin. Hey! Du, mein Freund. Hallo. Die Hexe. Ich bin's wieder. So, jetzt schön, fauli, Unfairness. Jetzt sieht er erstmal, dass sein Bruder da tot ist. Jetzt denkt er sich, okay. Jetzt werde ich extra sauer. Hau ich ihn durch die Planke. Durch die Planke hau ich den Energie, tot. Denkt Energie er sich, in dem Gras. Ja. Oh Gott, das ist gute Gras. Das Moment. Ist furcht. Du könntest jetzt abhauen und an ihm vorbei. Ja, ich muss. Das ist auch nicht. Die Idee ist nicht so schlecht. Aber er ist schon relativ schnell auch. Ja, Mann, willst du nicht einfach von hier nochmal zack, zack, ja, zack, genau. Zack? Das machen wir. Pass auf, ich geh erstmal hier wieder die Sendung hoch. Wird jetzt ein bisschen länger, weil das kann jetzt noch eine Weile dauern. Super, für alle Beteiligten. Pass auf, wir wollen jetzt keine Panik schüren. Wir wollen erstmal hier ihn angucken, wie es ihm so geht. Wie geht's dir denn? Vielleicht kann man das ja auch ausdiskutieren. Wo bist du denn? Da unter musstest du so sein. Nee. Hat er sich verpieselt? Hä? Der ist nach Hause gegangen, die feige Sau. Der kommt, sobald du am Boden betrittst, ist er sofort wieder da. Also hier ist er nicht, der ist nach Hause gegangen. Oder? Der ist hinter mir, ist er nicht. Okay. Der muss ja nach Hause gegangen sein. Aber geh mal ganz kurz nochmal, bleib nochmal hier. Geh mal kurz bitte hinter dir, in die Ecke, da rechts in die Ecke. Da hat auch irgendwas... Ach, das hat nur so ausgehört. Okay. Ja, das sind immer diese Lichteffekte. Ich dachte, da wäre vielleicht was. Ja. Oh, Mann, oh Mann. Also wir besuchen ihn nochmal kurz. Er ist offensichtlich nicht gut gelaunt. Latscht halt so rum. Wir haben seinen Bruder platt gemacht. Ich verstehe, dass er echt ungehalten ist. Ich wäre an seiner Stelle auch nicht gut gelaunt. Man jetzt muss aber auch mal Sachen auch mal sacken lassen. Let Bygones be Bygones. Ja. Okay. Oh, du bist wieder an der Brücke. Ja. Oh. Der ist auch so schnell, ne? Ja, sobald er rennt, nicht lange mit Magie aufhalten. Lalalala, abwählen. Upp. Oh, falsches Loch. That's what she said! Nee, shit, war richtig. Hier lang? Ja. Frage ist eher, ob er hinterherkommt. Ja. Dreh dich hier mal um. Nee. Er haut wieder ab. Er ist aber auch ein feiges Riesenwesen. Das ist für den. Ah! Okay. Jupp. Gut. Gut entkommen. Ah, einen kleinen Zahn zulegen.
Ja. Oh oh. Jetzt habe ich ein massives das war's. Problem. Roll, du bist tot. Ja, er, sein Knüppel hat mich leider durch das Holz, was natürlich physikalisch gesehen überhaupt gar keinen Sinn macht, niedergeprügelt. Aber gut, dann haben wir zumindest ein Ende gefunden. In der nächsten Ausgabe Demon's Souls werdet ihr Simon Kretschmer erleben, wie er versucht, uns teuer ergaunerten Seelen zurückzuerobern. Ich hoffe, das wirst du dann auch schaffen. Da hast du mich in eine ganz schöne Bredouille jetzt gebracht. Immerhin hast du die Seelen irgendwo abgeliefert, wo ich auch hinkomme. Das kann schon gehen. Naja, ob wir es schaffen, werden wir sehen beim nächsten Mal bei Demon's Souls. Bis dann. Tschüss.